Morgen. Guten Morgen. Es ist jetzt, wie spät? Hm. Oh, egal, kurz nach 7 wahrscheinlich. Ja, sowas. Wir sind schon eine ganze Weile wach. Haben jetzt schon ein bisschen angefangen zum Aufräumen. Wie man sieht, habe ich gerade, glaube ich, schon gezeigt. Draußen, da kommt schon die Sonne. Wir kriegen ja, wieder. Wir haben da einen Haupteingang und auch. Ein Haupteingang. Oh ja, da drüben ist jetzt auch schon Sonne. Irgendwie ist das so schief hier. So. Und wie haben wir geschlafen? Du hast einen neuen Mitbewohner. Ja, ich habe einen neuen Mitbewohner. Sean ist mitgereist. Sean ist nämlich mein Kopfkissen bzw. Nackenrolle. Das ist das schwarze Schaf in der Familie. Aber der hat sich gefreut, dass er mal mitfahren darf. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir fertig auf. Und dann frühstücken wir noch ein bisschen was und dann geht's los. Blick auf den See. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch im Bild. Wir haben uns jetzt hier aus dem Automat einen Kaffee rausgelassen mit unseren eigenen Bechern, damit wir nicht Pfändel produzieren. Und dann schauen wir mal, was wir einkauft haben. Ein paar Semmeln, wie viel hole ich denn noch raus? Das nimmt ja gar kein Ende, wird das alles essen. Ja, sicher. Ja, sicher. Gut, Brezen und hier schönen Blick auf den See. Und dann haben wir noch ein paar Brötchen. Das auch noch. Wir brauchen eine gute Grundlage. Mhm. Wir haben heute Königsetappe nach Königsbrunn. Stimmt, Königsetappe nach Königsbrunn. Gut, dann lassen wir uns jetzt unser Frühstück schmecken und dann geht's los. Schon mal gestanden. Da sind ja irgendwie fast alle Fahrradwege aus der Gegend. Und hier haben wir auch gestern den Sieben-Schwaben-Weg, also die Sieben-Schwaben-Tour heißt es, verlassen. Wir sind kommen von da, glaube ich. Von da. Von wo? Gestern, von da. Jetzt gerade sind wir von da kommen. Also das waren jetzt so 4,5 Kilometer. Vom Campingplatz hierher. Jetzt sind wir also wieder auf der Route. Schau mal, Biberbach sind 16 Kilometer. Das ist ja noch zu früh für eine Pause. Aber wir schauen mal. Genau, also in diese Richtung fahren wir jetzt weiter. Da hast du ja doch noch ein gutes Gedächtnis. So, jetzt geht's weg. Hallo. Mampf. Mhm. Die andere sitzt dann untermarschiert. Oh. Grüß Gott. Schöne Reihe. Ist das ein Weiher oder ein Bach? Ich weiß nicht. Also auf Fluss ist es glaube ich nicht. Was, die Schmutter? Ja, das na, Schutter. Die Schutter? Oder? Nee, wenn dann die Schmutter. Nee. Die Schutter ist woanders. Das ist so klein, schwierig. Doch, Schmutter ist es. Schmutter.
Der Anstieg war kräftezehrend. Da muss erst mal Wasser nachgetankt werden. Das ist jetzt hier in Bieberbach. Wir sind auf dem Mozartweg, unter anderem. Jetzt haben wir, oh, jetzt habe ich es verstellt. Bist du das ohne Unterstützung gefahren? Ja. Also ich habe mir Eco gegönnt, gerade eben, für den steilen Anstieg. So, wir sind jetzt gefahren. 21,7. Oh, wo habe ich denn die gefahrenen Kilometer da? 21,1 habe ich. Und wir haben jetzt noch zum Ziel 41 Kilometer. Ui, der will mich umdrehen lassen. Ah. Sind wir von der Route abgewichen? Nee. Ich bin auf der Route. Vielleicht weil du da drin warst. Ach, was weiß ich. Königsbrunn ist vergessen worden. Dann kommen wir nach Täferdingen rein. Wir leben jetzt unter der Brücke. Wir haben gesagt, wir brauchen eine große Brücke, also nehmen wir die A. Eine große, ja. Genau, die hier ist schön kühl, Schatten und jetzt gibt es doch eine Pause. Und ja, da gibt es Crispy Protein Double Chocolate. Vegan. Ja, das sollte doch mal ein bisschen Power geben. In die Richtung fahren wir jetzt dann weiter. Wir haben jetzt noch, steht da nicht, das hat er gerade das Dings da dran, 29 glaube ich. Ah, 28 Kilometer haben wir noch. Der sagt nur 233 Höhenmeter. Ich glaube, das stimmt nicht. Wird ein bisschen weniger sein, aber gut. Ich weiß ja nicht, was du eingeplant hast. Ja, keine Ahnung, was da für Schikanen gibt. Oder noch irgendwelche westlichen Wälder. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Ja, wenn ich da auf das Höhenprofil gehe, schau da, da zeigt das so einen Buckel an. Ich weiß nicht, wo der ist. Und nochmal ein. Naja, wir werden sehen. Der schmeckt am besten, ja. Der schmeckt am besten. Der schaut auch gut aus, ja. Aha. Nicht durchgeweicht, nichts. Super. Der ist sehr reisefreundlich. Mhm. Jetzt sind wir wenigstens mal auf dem Weg, den wir noch nicht kennen. Oder bist du hier? Doch, ich bin ja hier schon mal gefahren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das ist zu lang her. Ja. Ja. Wir haben jetzt noch 22 Kilometer. Das schaffen wir jetzt auch noch. Der höchste Punkt von Augsburg, Vogelsand.
heftiger Wind oben auf dem Bismarckturm. Schauen wir mal. Ob wir heimfliegen. Ja. Gut, also gut. Ein Wahrzeichen von Augsburg oder so, wo wir noch nie waren. Und jetzt haben wir mal bestiegen den Bismarckturm. Das war das Anstrengendste von der ganzen Tour, jetzt da die Treppen raufsteigen. Gut, dann haben wir alles gesehen, gehen wir wieder runter und fahren weiter. So, vor 2 Tagen begann unsere Route, der 7-Schwaben-Route. Und jetzt haben wir es erfolgreich beendet. Mit 90% Akku. Daheim in unserer Südsee angekommen. Machen wir nur ein kleines Fazit zu unserer E-Bike-Challenge. 220 Kilometer ungefähr, über 1000 Höhenmeter auf jeden Fall. Die genaue Auswertung, die schreiben wir dann noch hin. Und ja, wir haben es so also geschafft, fast alles ohne E-Unterstützung zu fahren. Das geht. Ich habe jetzt zum Schluss nur 73% Akkufüllung gehabt und ich glaube, ich habe fast 10% verloren, allein fürs Display. Und du? Ich habe 91% noch übrig. Mhm. Gut, das heißt, wir könnten auch eine Woche lang auf Radtour gehen, ohne nachladen zu müssen. Ja, das war jetzt mal der Test. Für was stehen die Schwaben? Für Sparsamkeit. Ja, sparen und schaffen. Ja, genau, also das haben wir gemacht. Und warum machen wir das? Weil wir es können. Ja. Ja, genau. Gut, dann freuen wir uns, dass ihr uns auf unserer kleinen Radreise und E-Bike-Challenge begleitet habt. Und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Was wir als nächstes machen, wissen wir noch nicht. Das sehen wir. Müssen wir uns überlegen. Und seht ihr dann. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.